Südklang TV. Aus Liebe zur Volksmusik. Südklang Steirische Harmonika. Mach deine Seele frei. Klimafix. Und jedes Wetter ist schön. Meine liebe Harmonika-Freunde, servus, liebe Freunde der Volksmusik und ja, herzlich willkommen bei heutiger neuen Sendung Renés Volksmusikwelt. Ja, jetzt waren wir ein paar Wochenende in Ingolstadt und jetzt fahren wir zum Ingolstadt direkt nach Freilassing. Ja, wir sind noch immer in Bayern und in Freilassing waren wir bei Roberti Hof schon im Monat Februar. Wir haben diese Videos, was Sie heute eine quasi Premiere sehen würden. Das war schon im Februar aufgenommen. Aber ich habe gesagt, ich muss trotzdem einen guten Moment finden. Wann kommen wir mit diesen Aufnahmen raus? Und ich denke, jetzt ist super Zeit von Wetter her. Wir haben heute schon Minus bei uns gehabt. In den Bergen ist schon fast überall Schnee, aber ab 1500 Meter. Und jetzt habt ihr Zeit, diese wunderschönen Melodien anzuhören und diese Videos anzuschauen. Weil ich habe heute einen ganz besonderen Gast bei mir, quasi ich habe gehabt, und zwar der Hermann Huber. Da fragen sich jetzt viele, was macht denn Hermann Huber, ein Volksmusikant bei René, seine Volksmusikwelt, weil wir wissen, René spielt Untersteirer Lieder, Oberkrainer Lieder, kommt aus Slowenien, aus der Untersteiermark. Und was macht der Hermann Huber als reine Volksmusikant, würde ich sagen? Quasi, der spielt diese bayerische Volksmusik. Was tut der bei mir? Wisst ihr, ich habe schon immer gesagt, ich, René, ne, das ist immer mehr wie nur, wir sind nicht begrenzt nur auf das, was von Slowenien kommt oder dort, wo ich herkomme. Ich schaue immer an, dass diese Musik, weil wir haben gleiche Fundamenten, egal, Volksmusik, habe ich immer gesagt, ist so groß oder noch größer. In dieser Volksmusik kommt Stubenmusik, Oberkrainermusik, Musik aus Tirol, Zillertal und so weiter und so weiter. Südtirol, Slowenien auf alle Fälle, alles ist da drin. Fundamenten sind gleich. Und deswegen habe ich gesagt, ich muss einmal einen Volksmusikant bei mir auch zu Gast haben. Und ja, Hermann Huber ist bei mir, weil der hat heuer quasi feiert Bühnenjubiläum. Und das war der richtige Moment, dass der jetzt zu mir zu Gast kommt. Und es freut mich riesig, dass der bei mir ist. Und nicht nur er, auch der Eva Maria, Freundin von ihm, die ist auch dabei mit einem wunderschönen Gesang. Und es gibt noch einen Grund. Und diesen Grund, mit diesem Grund werden wir jetzt schon starten, meine Lieben. Und der Grund ist, dass der Hermann Huber, obwohl der typische Volksmusikant ist, quasi spielt der Stubenmusik, der hat trotzdem ein Lied in Oberkrainer Stil komponiert. Ja, Sie haben richtig gehört. Deswegen genieße ich jetzt die nächsten 20 Minuten oder eine halbe Stunde mit der wunderschönen Musik und Interviews mit dem Hermann Huber. Und ja, für diese Sendungen und alles, was ist, ich verlange nicht, aber Sie sehen da unten,
steht ein IBAN-Konto, und zwar helfen wir Aida. Das ist meine Tochter, sie ist auf der Rollstuhl und wir müssen für sie ein neues Wagen kaufen, dass die mit Rollstuhl reinkommen kann. Und das ist der Kulturmusikverein Slowenische Steiermark, Untersteiermark, ist KGD, nicht KGB, das ist auf Slowenisch, und da ist der IBAN Slowenische, und da können Sie ein paar Euro spenden. Statt des kriegen Sie wunderschöne Musik. Und wie gesagt, ich bedanke mich für den Zeit, dass sich der Hermann den Zeit genommen hat, und für alle wunderschöne Kompositionen, was er macht, und wunderschöne Musik. Und genieße jetzt den Zeit mit ihr und mit Eva Maria, quasi Hermann Huber Trio, und mit auf Gesang Eva Maria. Und der erste Lied ist quasi eine Premiere. Slowenische Träume. Das hat der Hermann geschrieben, und der Eva Maria singt dann die zweite Strophe, zweiten Refrain auch auf Slowenisch. Genießt ihr in der wunderschönen Musik von Hermann Huber. Thank you.
servus, meine liebe Harmonika-Freunde und herzlich willkommen bei der heutigen Sendung. Da habe ich mich, habt ihr schon gehört, ganz am Anfang ganz speziellen Gast eingeladen. Und zwar, ihr wisst, zu ihm komme ich noch. Ihr wisst, wir machen viele Streams und alles. Wir wollen euch alles zeigen, was wir tun, was wir machen. Ist Oberkreiner Musik, moderne Musik und so weiter und so weiter. Aber so einen gigantischen Gast, der das sich von reiner Volksmusik, Stummmusik auskennt, den habe ich bei mir in der Sendung noch nicht gehabt. Deswegen muss ich den recht herzlich begrüßen, lieber Hermann Huber. Herzlich willkommen bei mir in der Sendung und ich bedanke mich recht herzlich, dass du dich Zeit genommen hast, weil bist du sicher in Stress mit Spülen, Üben, Unterrichten, alles. Ja, danke für die Einladung. Ja, Stress, wenn man es nimmt. Es macht ja Freude, die Musik, also Stress. Ja, aber zeitmäßig, ja. Zeitmäßig, ja. Aber ich habe gesagt, im ersten Teil reden wir ein bisschen über dich, weil wir verfolgen dich auch auf der, du bist ziemlich stark auch bei der Social Media drin. Was, das braucht man heutzutage, ne? Ja. Es geht nicht anders. Aber gewaltig, ein großen Lob auf deine Musik, was du tust und machst, weil Dankeschön. Du bist auf anderer Seite von mir quasi in der Richtung, wir haben ja Oberkreiner Musik, ja, ja. Und du bist diese reine, typische Musik aus Bayern, auch moderne Musik, das werden wir noch hören. Und, aber wann ist dein Zug eigentlich losgegangen? Wie jung bist du gewesen, wenn du angefangen bist? Weil heutzutage ist immer Diskussion, ja, wann ist der richtige Zeit zum Anfangen? Also der richtige Zeitpunkt finde ich immer für die Musikschule, so in der ersten oder zweiten Klasse, wenn die Kinder gehen, da schon ein bisschen. Aber ich persönlich habe mit 3 Jahren angefangen, allerdings hat mein Vater gespielt und da habe ich halt so zuguckt, wie er geschaut hat. Aha, aha. Und war schon Anfang immer Volksmusik oder hast du in der Jugendzeit auch ein bisschen zu Oberkrein kommen oder bist du den Volksmusik treu geblieben? Wir sind mit reiner Volksmusik aufgewachsen. Ja. Die einzige Musik, was mir noch sehr gefallen hat, das war die böhmische Musik. Und mein großes Vorbild ist nach wie vor der Ernst Mosch. Mhm. Mir geht es um die Exaktheit und um die Betonung und um die Ausführung. Das war immer mein großes Vorbild. Ja. So wie bei uns Lauko auswendig, Leislerwelle. Ja, ist so. Genau. Ich finde es toll, weißt du, dass die Musikanten denn ein Stück von Heimat oder Dorf oder Gebiet, wo die zu Hause sind, auch mitnehmen. Und das spüren wir auch dann beim Spielen. Ist so, ne? Ist so, ja, so soll es sein. Ja, und wie ist dein Leben dann weitergegangen? Okay, jung bist du schon angefangen. Wie ist der musikalisch, wie hast du dich entwickelt? Hast du alles selber das zusammengebracht oder hast du auch eine Lehre gehabt? Wie ist das? Ja, also, lange dann, Geschichte, was ja, gehört, ja, dass ja, ich ja. Schon bin? Du, da haben wir genug Zeit, haben wir 2 Stunden Zeit jetzt. Also 3 Jahre war ich, wie mir mein Vater quasi so angefangen hat und zugeschaut. Mit 5 Jahren war mein erster offizieller Auftritt auf der Bühne bei einem Harmonikatreffen. Und dann habe ich so selbst dahin gemacht und wir sind 14 Jahre, 15 Jahre war ich dann beim Schneider Willi aus Waging, der wird viele Begriffe sein, der ist leider schon verstorben. Da habe ich 2 Winter gelernt, weil das war von meinem Vater der beste Freund. Mein Vater ist ein Waginger. Und dann habe ich aber gemerkt, es muss nur irgendwie anders gehen. Ich habe ja keine Ahnung damals von Harmonielehre gehabt. Gell. Dann habe ich Klavierspielen lernen angefangen und dann ist mir das allmählich gekommen, die Stimmenführung und so, warum eigentlich das so und so die Bläser spielen. Gell. Aha. Und dann hast du das von alleine quasi auch rein integrierend in der Steirische und so. Ja, mit dem Salke Gandhi zusammen, das war dann Anfang der 80er Jahre, haben wir uns da beschäftigt, eben mit dem Stimmenführung. Und das war halt der ausschlaggebende Punkt, wenn mich wer im Radio gehört hat, der hat so gewusst, das ist der Huber Hermann. Das war ganz wurscht, ob das Stückchen nicht kennt hat, aber das war ein anderer Sound als wie das ursprüngliche. Auf Druck meistens 3- und 4-stimmig, das ist am einfachsten, auf Zug bloß nur 1- und 2-stimmig. Ja, ja. Und das war halt bei meinen Stücken dann nicht mehr der Fall. Ja. Ja, das ist, wie gesagt, ein großer Lob auch in der Richtung, weil ich weiß, wie das ist. Ich spiele auch Steirische und du hast eigentlich ein eigenes System, eigene Griffe auch entwickelt, wenn man so sagen. Ja. Ja, die kommen dann durch die Stimmenführung, durch die richtige, natürlich. Dass du auch Harmonika nach deinen Ideen gebaut wird oder gewesen ist, zu diesem Thema kommen wir ein bisschen später. Weißt du was, machen wir jetzt ein bisschen Pause, gehen wir zur Musik. Und vielleicht in der Zeit, wenn du jetzt spielst, kriege ich was zum Trinken. Schauen wir mal. Machen wir jetzt eine musikalische Reise mit dem Hermann Huber. Bitte. Musik.
Gewaltig. Mein Gast ist heute der Hermann Huber. Ich bin ein großer Fan von ihm, aber der hat das gar nicht gewusst, weil ich habe heute auch ihm gesagt, ich weiß, wie viele Follower du auf YouTube-Kanal hast. Ich weiß alles. Nein, aber gewaltig. Was ich dich jetzt fragen wollte, ich habe meinen Harmonika-Freunde bei meinen Streams immer wieder gesagt, weißt du, wie die Harmonika spielen müssen. Freilich, es gibt diese nicht geschriebenen Gesetze von Dynamik, Betonungen und so weiter. Aber freilich, wenn wir jetzt das trennen, oberkleine Musik oder Musik aus Steiermark, Musik aus Zillertal, und dann nehmen wir reine Volksmusik, das was du machst, da gibt es schon auch nicht geschriebene, ungeschriebene Gesetze. Was würdest du als ein so Profi den jungen Musikanten oder die das, weil wir wissen, also die zahlen viel für solche Harmonika, die ist flach gestimmt, die muss anders sein wie für oberkleine Musik, was würdest du denen empfehlen? Sag mal, gehen wir jetzt zuerst von Spielart her, oder? Na, wenn Sie die Harmonika kaufen, was muss das für eine Harmonika sein? Die muss schon anders klingen, ne? Ja, wir haben natürlich das feinere Tremolo in der Volksmusik. Also wenn jetzt ich obergreine Musik spüren werde, ich hätte sicher keine Yannick-Harmonika. Also die passt vom Sound her einfach nicht. Gell? Das ist ganz wichtig. Habt ihr das gehört? Okay? Ja, das ist echt wichtig. Ja, ist wichtig. Ich habe die Harmonikas mitentwickelt seit 1985. Ja, das ist diese Sonderharmonika. Die haben wir gesagt, wenn wir... Machen wir später. Es will zu erzählen. Aber ja, der Klang... Es war zwar bei uns auch früher, die haben viel Tremolo gehabt. Okay. Also bei uns war die Novak-Harmonika, das war das verbreiteste Instrument. Ja. Und dann ist man halt immer feiner geworden. Und von Spielen, ja, da gibt es halt Gesetze. Das ist eine Gefühlssache auch. Gell? Okay. Eigentlich ist... Okay, Technik ist selbstverständlich. Ihr habt eine gewisse Technik, muss ich haben, egal, fünf oder vier Finger. Ne? Obwohl bei euch ist es so, dass der nur mit einem Gurt spielt ist und so. Ne? Ja, ja. Bei uns fünf Finger, ja. Aber zum Beispiel, fünf Finger nehmen wir auch, aber halt nur, wenn ich die Zusatztasten brauche für Halbtöne oder ich mache eine Gegenmelodie. Aber grundsätzlich eigentlich vier Finger und den Daumen ist zur Stütze. Eigentlich, es ist alles mit dem Gefühl aufgebaut. Das bedeutet, wenn die zufällig mit Noten spielen, nach dem 14 Tage weg mit Noten und auswendig lernen. Stimmt das? Auswendig lernen, ohne Noten und mit Gefühl. Was würdest du sagen? Also, ich unterrichte seit 1978. No. Und seit 1990 fange ich mit Griffschrift an. Ja. Und zwar deswegen, dass ich habe eine eigene Anfängerschule, ich fange mit der linken Hand an. Die erste Stunde spielen die nur Bässe. Die zweite Stunde kommen dann auf Diskant ganze Noten. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ja. Und so baue ich das auf mit halben Noten und Viertelnoten. Und es ist ja, du weißt, jeder Schüler ist nicht gleich, der andere geht schneller, der andere langsamer. Und dann fange ich aber auch zum Auswendiglernen an. Mhm. Bei uns speziell Schublattler, weil die haben die meisten beim Trachtenverein oder sehr viele beim Trachten, die haben es im Ohr und dann kann man da auswendig anfangen. Und so lernen das beide, Griffschrift und. Aber mir ist halt sehr wichtig, dass die linke und rechte Hand voneinander halten können. Das, was ich sagen wollte, Noten schon, egal, Griffschrift oder spielen die mit Violinschlüssel. Aber nach der gewissen Zeit musst du die auf Seite geben und dich auf Gefühle konzentrieren. Ne? Ja, das ist klar. Das wollte ich sagen. Ne? Das ist ganz wichtig. Ne? Das schon, freilich. Mhm. Und das taugt mir, was du gesagt hast. Die erste Stunde ist nur Bass. Mhm. Weil Bass muss laufen. Ja, ja. Ist egal, was du tust. Ne? Du kannst Nachrichten dazwischen schauen, Bass muss laufen. Ne? Stimmt? Ist das so? Ja. Der Rhythmusmaschine muss. Ja, und seitdem habe ich auch keine Probleme mehr mit linker und rechter Hand, dass die getrennt haben. Und früher war es ja rein auswendig. Sie haben schon 5, 10 Melodien gespielt, aber keinen Bass dazu spielen können. Gell? Gewaltig. Das sind auch Unterschiede, die du kannst, aber die meisten haben da Probleme gehabt. Und vielleicht ein bisschen noch was über die Skanseite und Betonungen bei
der Stubenmusik, Volksmusik, die ist anders wie bei Oberkreiner Musik. Was würdest du da einem, jetzt wenn einer kommt, der das schon ein bisschen spielt und der, weil ich habe selbst viele Freunde, die haben früher Oberkreiner gespielt und dann haben in gewisser Zeit gesagt, ah, ich will jetzt noch mehr so Stuben-Volksmusik machen. Aber irgendwie ist ganz wichtig, wie gesagt, das sind andere Betonungen wie bei der Oberkreiner Musik. Das Was ist, würdest du denn empfehlen? Ne? Ja, empfehlen. Das ja, ist sogar regional schon ganz unterschiedlich, ja, die Volksmusik. Richtig. Wir bei uns in Oberbayern, also ich werde ein Interview geben, wir sind die Wachsen. Also wir spielen eher kurz, kurze Töne und so, wir können schon schöne Walzer spielen, aber unsere Mentalität ist also mehr Wachs, was das bei uns. Und gegenüber zu den Oberösterreichern, die haben das, die ganz weichen Töne, die langen Melodien. Also das ist auch schon unterschiedlich. Okay. Das kann man jetzt nicht sagen, Volksmusik hat so gespielt, sondern das ist regional schon. Also. Aber auf alle Fälle, wenn irgendjemand das richtig lernen will, der kann bei dir vorbeikommen. So kann vorbeikommen, sowieso. Die quasi Adressen, Telefonnummer findet auf der Internetseite oder Facebook. Volksmusik, Volksmusikant Hermann, super. Dann kommt er auf meine Seite. Perfekt. Da steht alles drin. Aber jetzt der Volksmusikant Hermann, meine Lieben, der spielst du jetzt noch ein Stückchen. Ja. Und jetzt nimm mal sowas, dass wir auch sehen könnten, wo du auch den fünften Daumen verwendest. Okay. Machen wir. Geh mal zur Musik, mach mal Gaudi, mach mal Spaß heutzutage. Ja. Ich frage die Blumen, doch sie wissen zu schweigen. Ich frage die Sterne, die am Himmel sich zeigen, doch sie hören mich nicht, um dir strahlendes Licht ist so schwer zu verstehen. Ist es Freud, ist es Leid, kommt das Glück mit der Zeit oder wird es vergehen? Ich frage die Sterne, die am Himmel sich zeigen. Ich frage die Blumen, doch sie wissen zu schweigen. Alle Tage und Nächte vergehen im Winde, mein Herz aber bleibt immer leer. Könnte ich dir doch sagen, was du mir bedeutest, warum ist das alles so schwer? Oh!
Meine Lieben, wir befinden uns da bei Rupertichhof in der Nähe von Freilassing, wo der Hermann herkommt. Ne? Und interessant ist das, jetzt habe ich gesagt, reden wir ein bisschen über deine Harmonika, Entwicklung. Wann hast du gesagt, 1980 oder sowas bist du zum Jahren gefahren? Nein. 1985. 85. Ja. Und da hast du zu ihm gesagt, du, ich brauche was ganz Eigenes. Nein. Oder wie ist das gewesen? Interessiert. Wir haben uns im Allgäu kennengelernt, auf einem Harmonika-Treffen. Oh, okay. Und dann ist er danach zu mir gekommen, Jannik, aber keiner kennt. Er sagte, ah, du hast so Bärig gespielt, möchtest du nicht einmal eine Harmonika von mir spielen? Ich baue dir eine dreireihige. Oh, also ich habe eine dreireihige, spielt bei uns keiner. Ah, oh, in der Steiermark spielen alle dreireihig. Oh. Er sagte, hilft mir nichts, also dreireihige hilft mir nichts, wenn, dann brauche ich vierreihige. Ja, dann habe ich ihn einmal besucht. Bis ich den gefunden habe, damals hat es noch Kanavi nichts gegeben, in die Weinberge da drüben, der Winter war es. Okay, das noch dazu. Ja, und dann haben wir uns zusammengesetzt und wir haben uns gleich richtig verstanden, so wie wir uns auch. Ja. Dann habe ich ihm das erklärt, warum Vierreihe und so und was ich halt alles schon so an meiner alten Harmonika drauf gehabt habe, die Halbtöne. Das habe ich ihm erklärt und dann hat das aber ein halbes Jahr mindestens gedauert, bis wir mal wieder Kontakt gehabt haben. Er hat sich das überlegen müssen, dann hat er gesagt, okay, ich baue dir eine Vierreihe. Hat er dann gemacht, die leben heute noch alle, also beide, ein BS aus Dessen.
Hermann Huber war das mit seinem Trio und Eva Maria Schwab. Es freut mich riesig, echt. Da habt ihr Möglichkeit gehabt, den Hermann Huber, einen Volksmusikant, Stubenmusikant, persönlich zu erleben, da bei mir, René, ist der Volksmusikwelt. Und ja, wie gesagt, gewaltige Musik, was er macht, Hut ab, echt, lieber Hermann. Ich wünsche dir und Eva Maria und deinen Jungs nur viel Gesundheit, dass du uns noch diese wunderschöne Musik noch immer wieder bringst. Ihr könnt auch seinen Kanal verfolgen. Ich denke, er hat auch einen YouTube-Kanal, eigenen Kanal. Da sind viele Videos drin und wie ich weiß, ist der Hermann auch aktiv, was ums den Unterricht geht. Er hat heuer auch ein Seminar in Slowenien gehabt, viele Teilnehmer. Ja, und sehr fleißig, sehr fleißig, wie wir alle. Ja, meine Lieben, ich bedanke mich für euer Aufmerksamkeit. Hoffentlich habt ihr, hat euch das Spaß gemacht, heutige Sendung. Wie gesagt, Sie brauchen für das nicht zahlen, da kriegen Sie wunderschöne Musik. Aber wenn irgendjemand will, kann da unten steht alles. Ein paar Euro für meine Tochter, die das auf Rollstuhl ist, spenden auf diesem Konto von Musikverein Slowenische Steiermark, Slowenska Steierska, Untersteiermark. Und mit dem Geld werden wir meine Tochter ein neues Auto kaufen für quasi behinderte Kinder, dass die mit Rollstuhl quasi einfahren kann. Danke für eure Zeit und jetzt ganz am Schluss, weil ihr wisst, ich schaue immer an, dass diese slowenische, oberkleine, untersteirer Musik irgendwie bleibt. Aber ich habe schon vorher gesagt, wir haben gleiche Fundamenten. Werden wir ganz am Schluss nochmal hören, slowenische Träume, der Lied quasi in der oberkleine Schlagstil, quasi in Trio, gespielt durch Hermann Huber, was der heuer geschrieben hat. Und der Eva Maria würde wunderschön singen. Ja, und die Jungs von Hermann Huber würden jetzt auch mitspielen und genieße ja noch in diesem Lied und wir sehen uns nächste Woche mit der neuen Sendung und ich freue mich schon riesig. Und ja, toi toi toi, alles Gute und vergisst ihr nicht, ne? RJB, das bin ich, ne? René Irne Brille und Südklang machen euer Geist und Seele frei. Tschüss, vierte Papa und gute Nacht. Thank you.
Südklang Steirische Harmonika. Mach deine Seele frei. Südklang TV. Aus Liebe zur Volksmusik.